Servus miteinander. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam die gesetzliche Rentenversicherung an. Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, das ist der Deutsche Rentenversicherung Bund. Im 2021 beträgt der Beitrag 18,6%. Und hier wird ganz klassisch 50-50 geteilt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das heißt, vom Bruttolohn des Arbeitnehmers gehen dann 9,3%, also die Hälfte von diesen 18,6%, weg und reduzieren so eben den Nettolohn. Auch für die gesetzliche Rentenversicherung gibt es eine Beitragsbemessungsgrenze. Anders als bei der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung unterscheidet sich die Beitragsbemessungsgrenze aber danach, ob man sich in Ost- oder in Westdeutschland befindet. Die Beitragsbemessungsgrenze für Westdeutschland beträgt im Jahr 85.200 Euro. Das wären pro Monat 7.100 Euro. Für Ostdeutschland beträgt die Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Rentenversicherung 80.400 Euro. Das sind pro Monat 6.700 Euro. Was bedeutet das jetzt? Wir nehmen jetzt zum Beispiel mal die Beitragsbemessungsgrenze West, also die 85.200 Euro. Wenn jemand pro Jahr 90.000 Euro verdient, dann werden die 18,6% trotzdem nur von der Beitragsbemessungsgrenze, also von den 85.200 Euro, berechnet. Verdient jemand aber dagegen zum Beispiel 70.000 Euro, dann wird der Beitrag natürlich auch von diesen 70.000 Euro berechnet. Welche Leistung hat nun die gesetzliche Rentenversicherung? Das ist natürlich einerseits das Altersruhegeld oder umgangssprachlich ganz klassisch eben als Rente bezeichnet. Außerdem gibt es aber auch eine Berufsunfähigkeitsrente, eine Erwerbminderungsrente und eine Hinterbliebenenrente. Dann haben wir ja schon wieder einiges gelernt. Wichtig ist zu merken, dass es eben bei der gesetzlichen Rentenversicherung eine Beitragsbemessungsgrenze gibt, genauso wie zum Beispiel bei der Kranken- und der Pflegeversicherung. Aber anders als zu den zwei vorher genannten Versicherungen ist eben bei der gesetzlichen Rentenversicherung die Beitragsbemessungsgrenze unterschiedlich für Ost- und Westdeutschland. Außerdem leistet die gesetzliche Rentenversicherung nicht nur mit Altersruhegeld, sondern auch in anderen Fällen.